Moin zusammen, liebe Freunde. Yo, willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, ich habe gerade schön mit dem Eiskratzer die Scheibe enteist. Ist ordentlich bescheidenes Wetter. Man sieht, hier ist noch ordentlich Frost drauf. Und jetzt gibt es aktuell ein neues kleines Problem, was ich auch schon ganz gut erfolgreich bei meinem Wagen bekämpft habe. Ich habe so ein bisschen Feuchtigkeit im Innenraum. Und ja, manchmal beschlagen bei mir auch die Scheiben. Ist jetzt nicht so häufig, aber war jetzt auch gestern, dass dann hier die Scheiben ordentlich beschlagen waren, ganz extrem an der Heckscheibe. Und was ich dagegen gemacht habe und wie ich dagegen vorgehe, das zeige ich euch jetzt. So, erster Tipp von mir, die Fußmatten. Also warum haben wir häufig sehr viel Feuchtigkeit im Fahrzeug? Das liegt einfach daran, weil sich in den Fußmatten natürlich Feuchtigkeit sammelt, sei es durch Schnee, den man reinträgt, oder einfach durch nasse, klamme Füße oder Schuhe eher gesagt. Und da gehe ich hin, nehme die Fußmatten raus, lege sie nicht hier in den Kofferraum, sondern ab in die Wohnung, auf die Heizung, auf den Heizkörper damit oder aber auf die Fußbodenheizung. Irgendwie müsst ihr die Dinger richtig gut trocken bekommen. Könnt auch noch mit einem Tuch ein bisschen nachhelfen und die Fußmatte schön trocknen. So, nächster Tipp ist natürlich, wir müssen die Feuchtigkeit auch aus dem Fahrzeug rausholen. Und ein Trick ist da, wir nehmen einfach ein paar Mikrofasertücher und gucken, ob wir hier Feuchtigkeit am Boden oder sonst wo haben. Ist jetzt bei mir nicht mehr der Fall. Ansonsten aufnehmen, versuchen rauszuholen und zu trocknen. Das gleiche gilt auch für die Scheiben auf der Innenseite. Kann auch sein, dass ihr da Feuchtigkeit habt, wenn sie zum Beispiel beschlagen sind. Dann auf jeden Fall auch abtrocknen und rausholen damit. So, als weiteren Tipp und als Möglichkeit, um die Feuchtigkeit rauszubekommen aus dem Fahrzeug, da kann ich euch nur empfehlen, nehmt simples Zeitungspapier, legt es rein in den Fußraum, vorne wie hinten, ist beim Z4 jetzt nicht möglich. Ich hatte es aber auch hinten in dem Bereich hier oben liegen, damit da einfach die Feuchtigkeit auch gesammelt wird. Und da sieht man es hier auch bei dieser Zeitung, dass sie ordentlich ein bisschen so Knicke drin hat. Es liegt einfach an der Feuchtigkeit, wenn die Zeitung sie aufgenommen hat. Also das hat auf jeden Fall auch schon einiges gebracht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese kleinen Säckchen hier reinzulegen. Habe ich bislang noch nicht so die Erfahrung mitgemacht. Ich hatte die mal, aber von meinem Gefühl her ging es mit dem Zeitungspapier doch besser. Wenn das anders ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, als weiterer Tipp, um die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug rauszubekommen, lüftet. Wirklich, lasst die Türen und alles offen oder auch die Fenster, je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt. Und lasst so einfach die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug entweichen. Dazu muss es natürlich auch der Temperatur entsprechend sein. Wenn wir jetzt einen Tag heute haben wie heute, ist natürlich sehr kalt und die Luft ist sehr trocken. Das ist natürlich optimal. Ist es aber jetzt ein Tag und ist es wirklich am Schneien oder sonst was, bloß nicht machen, da holt ihr euch natürlich mehr Feuchtigkeit rein. Ja, das soll soweit gewesen sein von meinen Tipps und Tricks hier, um die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug rauszubekommen und auch so ein bisschen vorzubeugen gegen weitere Feuchtigkeit im Fahrzeug, gegen beschlagene Scheiben. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen dies wirklich helfen konnte. Lasst euer Feedback gerne in den Kommentaren da. Und wenn ich noch ein paar oder wenn ihr noch ein paar andere Tipps habt dafür, schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Ciao!